Hey, liebe fußballbegeisterte Community, die DFB-Pokalsaison beginnt eine Woche vor Saisonstart. 173 Erstligisten hat es bisher in der ersten Runde erwischt, also 3 im Schnitt. Schauen wir mal, wen es dieses Mal trifft. Ja. Und dann werfen wir einen Blick auf die Spiele der Bundesligisten am Freitagabend. Bereits Hertha BSC im Einsatz und Mainz. Das wird zu diesem Video zu knapp. Wir werfen einen Blick auf die Samstagsspiele. Und da ist das erste interessante Spiel unter vielen großen Klassenunterschieden. Unter anderem das Spiel Nürnberg gegen Leipzig. Die Nürnberger knapp dem Abstieg aus der zweiten Liga entgangen und Leipzig immerhin im Halbfinale der Champions League. Also auch hier kann man eigentlich von einem großen Klassenunterschied sprechen. Allerdings könnte hier der Faktor der Ermüdung bei Leipzig vielleicht eine Rolle spielen. Der Faktor der Ermüdung oder aber eben sie sind voll im Saft. Das ist, man kann sich das jetzt, glaube ich, nach so einer langen Pause und den ganzen Drum und Dran, was es bisher so gegeben hat, so oder so auslegen. Es wird in den meisten Stadien weiterhin keine Fans geben. Manche Bundesländer sind da wohl ein bisschen offener und lassen ihre Vereine unter Zuschauern spielen. Nürnberg gehört da nicht dazu, also da kann man nicht von einem Heimvorteil reden. Dementsprechend liegt hier der deutliche Favoritenball bei Leipzig. Ich glaube schon, dass Leipzig hier einen hohen Sieg einfahren wird. Vor allem, die dürften vielleicht müde sein. Auf der anderen Seite haben potenzielle Nationalspieler von Leipzig Ruhepause gehabt über die Nations League-Spiele. Und Selbstbewusstsein haben sie doch genügend, oder? Ich denke, theoretisch schon. Aber ja, wie gesagt, das ist halt undankbar, so eine erste DFB-Pokalrunde vor dem Bundesliga-Start, wenn man eh schon kaum Urlaub hatte. Also ich kann mir, wenn ich Profi wäre, hätte ich mich jetzt da wenig drauf gefreut oder konzentriert. Von daher, ob es wirklich ein hoher Sieg wird, würde ich gar nicht mal so wirklich davon ausgehen. Andererseits, ja klar, die Quote ist relativ interessant, dass Leipzig hier über 2,5 Tore schießt und vielleicht auch Nürnberg eins reinkriegt. Sollte relativ safe sein bei dieser Quote von 1,47, was ja relativ gut ist für so eine Over-Wette. Wir werden jetzt hier aber keine unsere Tipps abgeben, weil diese DFB-Pokal-Nummer ist schon sehr ins Blaue geraten. Aber wir geben hier einfach einen möglichst kurzen, quick lebendigen Überblick, um uns wieder zurückzumelden. Dass Köln gegen Alt-Glienicke hier Favorit ist, darüber brauchen wir auch nicht reden. Gladbach gegen Oberneuland und Wolfsburg bei Fürstenwalde. Aber vielleicht gerade solche Teams, die dann ja auch selber immer mit sich selber ein bisschen zu kämpfen haben, könnten da vielleicht dann durchaus in der ersten Runde schon den Löffel abgeben im DFB-Pokal. Augsburg genau. Bei Celle, aber dann kommen wir wirklich zu einem interessanten Spiel aus Münchner Sicht zumindest und Frankfurt auch. 60 gegen Frankfurt und da haben wir ja auch einen relativ funny Fact. Weil ich 60 Fan bin sozusagen und auch 1860 München die letzte Begegnung von diesen beiden Teams gewonnen hat, von daher spricht sehr, sehr viel hier für eine Sensation, oder Radek, wie siehst du das? Das letzte Spiel ist zwar echt lange her und 60 hat seit Urzeiten für keine positiven Schlagzeilen mehr gesorgt. Auf der anderen Seite mit dem neuen Trainer Köhler haben sie eigentlich eine ganz gute Erfolgsserie in der letzten Saison noch hingelegt. Und Sascha Mölders ist jetzt Kapitän der 60er, also theoretisch haben wir auch Mölders. Das ist so schön, dass der noch mit der Wampe da so gut mithalten kann. Das ist echt geiler Typ, hätte ja schon von langer Zeit aufhören können, aber tut sich das Saison für Saison an, kriegt bestimmt auch Geld dafür. Radek, ich habe keine Lust, die ganze Zeit bei unserem Fußballvideo immer über Corona zu reden, aber trotzdem denke ich, dass wir in dieser ersten Runde Saison weniger Favoritenstürze erleben werden tatsächlich, weil für die Amateur-, also Semi-Amateur-Mannschaften, die ist es ja noch schwieriger gewesen zu trainieren, in Form zu bleiben. Von daher würde es mich freuen, wenn Frankfurt das Team ist, was fällt, aber so richtig glauben tue ich nicht dran. Und wir geben keine großartigen Tipps ab, das ist mein letzter Punkt. Aber wenn ich was empfehlen würde, dann würde ich sagen, sucht euch wirklich einige Favoriten aus. Frankfurt, Leipzig, jeweils kombinieren, Zweierquote,
oder das gleiche bei über 2,5 Toren, wenn die Großen gegen die Kleinen spielen, kombinieren, macht in dem Fall Sinn. Mhm. Du hast viel gesagt, aber auch viel Richtiges, also das muss man dir lassen. Also hier Frankfurt-Quote 1,55, durchaus eine Option. Und auch hier die über 2,5 würde ich jetzt hier nicht von der Bettkante stoßen, würde ich mal hier salopp gesagt formulieren. Dann haben wir Union Berlin gegen Karlsruhe, auch ein eher geringerer Klassenunterschied. Die Berliner haben sich ja mit Max Kruse verstärkt. Und das ist wirklich ein Königstransfer fast schon. Also den Kruse von vor 2 Jahren, den hätte ich ja gerne in der Bundesliga gehalten, als der in Bremer Form noch war. Aber dann ging er ja zu Fenerbahce und jetzt ist er wieder da, weil die Türken nicht gezahlt haben oder nicht genug des Gehaltes überwiesen haben und so weiter. Deswegen echt ein starker Transfer, aber bevor jetzt die Leute wieder zum Weinen anfangen, ja, Kruse ist nicht dabei. Deswegen wird das für Union vielleicht wirklich ein schweres Spiel gegen die Karlsruhe und wir sehen, diese Quote fällt sukzessive. Wir haben vorher geschaut, da war sie noch über 4, jetzt ist sie bei 3,9, die Quote auf die Karlsruhe. Das könnte wirklich die Überraschung des Spieltags sein oder der ersten Runde. Postet gerne eure Tipps, welche Teams aus der Bundesliga es nicht in die zweite Runde schaffen. Und wer richtig rät, der kann sich auf die Schulter klopfen. Dann haben wir noch die Bremer, die ja eigentlich fast schon der DFB-Pokalmannschaft sind, zu Gast bei Carl Zeiss Jena. Dass die hier ausscheiden, das hoffe ich mal nicht, nachdem sie ja auch ein bisschen Überstunden machen mussten in der letzten Saison. Das glaube ich auch nicht. Also da, lass uns mal die Quote vielleicht kurz anschauen, aber da wundert man sich auch, warum gibt es eine 1,22? Also Bremen ist eine Pokalmannschaft, genauso oft verkacken sie aber auch ganz gern gegen Dritt- oder Viertligisten. Und wenn es nur ein enges Spiel wird, also da sollte man auf keinen Fall auf Handicap-Sieg Werder gehen, das ist nicht klug, aber meine 1,22 auf dem Werder-Sieg in der Kombi macht man jetzt auch nicht so viel falsch, auch wenn wir das ganz gerne sagen und dann auch mal damit auf die Schnauze fliegen, aber das ist zumindest mein subjektives Empfinden, das kombinieren mit 2, 3 anderen Bundesligisten. Ja, aber da muss ich wirklich intervenieren, weil du sagst selber, da ist kaum Value drauf und dann würdest du drauf setzen, da würde man doch bei einer 18er-Quote von Jena, wenn dann mit ein bisschen plus Asian Handicap agieren, aber Finger weg einfach. Ja. Ansonsten auf die Übertore. Ja, am Sonntag dann Stuttgart wieder zurück in der ersten Liga zu Gast bei Rostock. Und da haben wir auch einen wahnsinnigen Funny Fact. Aber den darfst du jetzt mal vorstellen, weil Respekt, wie du den empfunden hast. Ja, anscheinend haben die beiden Teams so ein Abo aufeinander. Wir haben hier die letzten Spiele, Duelle der beiden Teams und die haben im DFB-Pokal 2018 gegeneinander gespielt, hat Rostock 2-0 gewonnen und auch im DFB-Pokal 2019, da hat Stuttgart 1-0 gewonnen. Jetzt DFB-Pokal 2020, Heimvorteil Rostock, Stuttgart 9 in der ersten Liga, vielleicht schonen, kann ich mir vorstellen, dass hier vielleicht in die Verlängerung dann auch geht und Rostock das Spiel spannend gestaltet, unentschieden bei einer Viererquote, allerdings hier auch nicht allzu attraktiv, dann schon eher die 1,8er-Quote auf den neuen Bundesligisten. Und wir haben Hoffenheim beim Chemnitzer. Ja. Interessanter finde ich da schon fast Schweinfurt gegen Schalke. Macht Schalke da weiter, wo sie in der Rückrunde aufgehört haben? Oder können sie jetzt in der neuen Saison wieder da ranknüpfen, wo sie in der Hinrunde im letzten Jahr gespielt haben? Wäre schon ganz lässig, weil Schalke, finde ich, sollte für guten und spannenden Fußball stehen. Wobei ohne Fans ist auch schon wieder fast wurscht. Also siehst du hier eine Möglichkeit? Ja, zum einen denke ich, es wird, also dass Schalke hier scheitert, glaube ich jetzt mal nicht. Die haben sich mit Vedat Ibisevic verstärkt, in Anführungszeichen, der ist halt schon 37 oder so. Aber hey, das werde ich auch bald, bestes Fußballeralter. Und von daher kann der immer noch Tore schießen, definitiv. An dem wird es nicht scheitern. Besser Ibisevic im Sturm als Burgstaller oder gar keinen. Und Schweinfurt ist natürlich dafür, glaube ich, ja, wer weiß. Aber grundsätzlich
würde ich da jetzt bei der Quote weder auf Schalke setzen noch auf Schweinfurt natürlich. Aber ich denke, Schalke wird es nicht erwischen. Aber wie gesagt, also der DFB-Pokal. Und ja. Dann haben wir noch die Freiburger zu Gast bei Waldhof Mannheim. Freiburg ja so auch eine Mannschaft, die in der Vorrunde der letzten Saison großartig war und dann aber ja, auch ziemlich eingebrochen ist. Vielleicht. Aber dann trotzdem noch am Ende die Chance sogar hatte, international zu spielen. Und diese auch wieder nicht genutzt haben. Genau, leider nicht. Ab. Waldhof Mannheim könnte so ein bisschen das Saarbrücken vom letzten Jahr werden, oder Radek? Also ja, das suchen wir alle. Wer wird das Saarbrücken dieses Jahres, dass die unterklassige Mannschaft, die Drittliga, Viertliga oder sogar noch weiter unten spielt und im Pokal für Furore sorgt? Waldhof gegen Freiburg bestimmt nicht chancenlos. Freiburg halte ich ja für so einen Gegner, der da durchaus vielleicht patzen könnte. Ja. Auf der anderen Seite mit Christian Streich, ein Trainer, der, glaube ich, das Team auch gut einstellen kann. Es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Am Anfang, eingangs erwähnt, 173 Erstligisten sind bisher in der ersten Runde ausgeschieden. Das sind ungefähr 3 im Schnitt. Radek, ich würde sagen, wir sagen jetzt abwechselnd jeweils unsere 3 Erstligisten, denen wir es zutrauen, diesen Schnitt zu halten. Willst du die Nummer 1 sagen? Also wir suchen 3, die ausscheiden, oder wie? Mhm. Sehr, sehr kompliziert formuliert. Ich würde auch noch sagen, hier im Derby zwischen Duisburg und Dortmund bin ich gespannt, ob der BVB noch eine Schippe zulegen kann im Vergleich zum letzten Jahr, wo ja viele sie schon als Meister gesehen haben und dann am Ende, naja, war es dann wieder nichts. Größte Überraschung, dass Lucien Favre noch drin ist, ne? Noch, aber lass ihn mal gegen Duisburg straucheln, aber glaube ich auch nicht dran. Wenn ich jetzt hier die erste Mannschaft nennen müsste, die scheitert, könnte ich mir in der Tat vorstellen, dass es Stuttgart gegen Rostock sein wird. Okay, Stuttgart finde ich einen guten Tipp, aber das wäre nicht eins meiner 3 Teams. Mein erstes ist tatsächlich Union Berlin. Ah, ja. Auch bestimmt im Rahmen des Möglichen und machen wir es nicht unnötig kompliziert. Freiburg habe ich auch schon gesagt, lass Waldhof Mannheim hier in die zweite Runde kommen. Was ist euer Tipp dafür? Vielleicht kommt auch dieses Mal jeder Bundesligist weiter, das kann ja auch sein. Freiburg ist auch mein zweiter Tipp und meine dritte Mannschaft, bei der ich glaube, da ist was für den Gegner möglich, ist Arminia Bielefeld, also Rot-Weiß Essen steht auch für Tradition, für Pokal, Helden, Heroismus und deshalb ist Bielefeld meine dritte Mannschaft, wo ich sage, ciao Bella. Mhm. Ja, wie gesagt, ich lege mich fest, das war's dann. Passt ja auch. Ja, waren alle dabei, die ausscheiden können, sonst scheidet genau. Keiner aus. Und ja, habt ein schönes Wochenende. Ja. Freuen wir uns auf schöne Pokalspiele für die Teams, für die es immer so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte ist. Diesmal ohne Fans, schade für die. Trotzdem, der Ball rollt schon wieder. Nächste Woche beginnt dann auch schon die Bundesliga und wir sind wieder am Start mit hoffentlich guten Tipps. Und bis dann. Ciao.